Mal wieder eine weitere Vorstellung eines französischen Taschenmessers von mir, und zwar der Marke Au Sabon, und zwar das Modell Garonnet, benannt nach dem Fluss Garonne. Sehr, sehr schönes Modell. Da hat der Stefan ein wunderbares Video zu gemacht, werde ich euch mal verlinken in der Videobeschreibung. Ebenso wie ich natürlich den Bezug Brandners Homestyle verlinken werde. Die haben mir freundlicherweise zwei Taschenmesser leihweise mal rumgeschickt, damit ich mir die angucken kann. Das war ein Modell von Robert David, das Le Alpine. Auch ein sehr, sehr schönes Modell. Mir persönlich gefällt aber das Le Garonnet noch mal einen Tacken besser. Das hat so eine schöne Klinge. Super universell, wundervolle Wacholdergriffschalen. Der pfeffrige Duft ist immer wieder wirklich ein Highlight, kann man nicht anders nennen. Wacholder ist nicht nur ein sehr, sehr schönes Holz, durch diesen Duft, den es verströmt, auch nach Jahren noch, baut das eine Beziehung zu dem Besitzer auf, die man schwer, schwer erklären kann. Wer noch kein Wacholder-Modell besessen hat, der sollte mal darüber nachdenken. Und dieses Modell hier, das Le Garonnet von Le Sabot, das ist definitiv ein großartiger Tipp, denn wir liegen hier preislich bei 54 Euro bei Brandners Homestyle. Und ein Messer aus französischer Fertigung mit doch viel Handarbeit, mit schönen Wacholdergriffschalen, mit 12C27 Stahl und dieser ansprechenden Verarbeitung für knapp über 50 Euro ist meiner Meinung nach ein absoluter Home Run. Wir haben hier eine Gesamtlänge von knapp 19 cm, Gesamtlänge der Klinge von etwas über 8 cm, davon knapp 7,5 effektiv scharf. Die Schärfe out of the box können wir ja mal kurz testen. Die ist ganz anständig, da gibt es nichts zu meckern. Bei französischen Taschenmessern kann man es immer mal haben, auch bei Solinger Taschenmessern, muss ich ganz ehrlich sein, dass die nicht ganz sauber abgezogen sind. An für sich haben die einen wunderbaren Anschliff bekommen, wie hier auch. Wir haben hier einen Flachschliff. Die Klingenstärke ist 3 mm, also relativ stabil und stark gehalten. Und der Anschliff ist sowas von rattenscharf fein. Ein Schneiteufel. Also nicht nur ein schönes Messer, sondern auch noch absolut tauglich. Sehr, sehr geil. Hier wird es sehr, sehr wenig geben, was mir nicht gefällt. Das ist wirklich ein großartiges Messer. Und diese Klinge dürfte wirklich für fast alle Arbeiten wunderbar geeignet sein. Auf der Homepage von Brandner liest man über die Messer von Le Sabot, über das Le Garonnet, dass sie eindeutig Werkzeuge sind. Da wird wirklich darauf hingewiesen, dass diese Messer mit viel, viel Handarbeit hergestellt werden. Und weder können noch wollen sich diese Messer, diese Taschenmesser, mit modernen Messern vergleichen. Und das haut auch einfach nicht hin. Ich hatte in letzter Zeit einige Diskussionen, Gespräche mit Jungs aus allen Richtungen über solche Messer. Da war zum Beispiel Perceval mit inbegriffen. Perceval, ja wirklich recht teure Messer, wunderschön, kostspielig, und wenn man ein gut verarbeitetes Modell bekommen hat, absolut ein Traum. Aber auch da gibt es natürlich mal Mängel, klarer Fall. Und wenn da so ein Detent nicht greift, wie er soll, dann ist es halt fraglich oder so
ja, warum dann immer noch 320 Euro dafür genommen wird, da erwartet man einfach was anderes. Aber ich glaube, ganz so funktioniert das nicht. Ich verstehe da schon, dass man gewisse Erwartungen und Vorstellungen hat und dass man dann auch Messer zurückgehen lässt, wenn da wirklich größere Mängel vorliegen. Aber wenn der Klingengang mal nicht perfekt weich eingestellt ist oder mal die Klinge dezentriert ist, einfach weil es in Frankreich nicht ganz oben auf der Prioritätenliste steht, dass Klingen mittig sind. Das muss auch erst alles wachsen, dass der Markt, der Kunden bestimmte Sachen mittlerweile einfordert und dass man einfach mittige Klingen haben möchte. Auch das muss in der Struktur in Frankreich, in Italien, Spanien, in Deutschland etc. überall wachsen. Und diese Messer lassen sich einfach schwer vergleichen mit zum Beispiel den ganz günstigen Modellen von Sanremo, die mit perfekten Maschinen arbeiten, Massenware, wo alles perfekt eingestellt ist. Da wird gestanzt, geschliffen, moderne Fertigungsroboter etc. Die haben halt wirklich ein ganz anderes Preisgefüge und deshalb mag man gerne sagen oder so, dass die Qualität dieser Messer nicht mithalten kann mit diesen modern gefertigten Modellen für wenig Geld, aus China jetzt zum Beispiel. Aber ich würde nicht sagen, dass das unfair ist, aber ich finde, man kann es halt nicht wirklich so vergleichen. Ganz klar, manche Firmen müssen wirklich ein bisschen Gas geben, dass wirklich die Fertigung auf hohem Niveau liegen. Viele Firmen, moderne Messerfirmen für klassische Messer aus den USA, wie auch eine Firma wie Moki, machen es einfach vor, dass man mit modernsten Maschinen fertigen kann, aber trotzdem den Charme dieser klassischen Taschenmesser beibehält. Da müssen alle im Grunde hinkommen. Wobei, diese Messer sind halt sehr kostspielig, da zahlt man dann auch. Da bekommt man dann kein Modell mehr wie dieses wunderschöne Garonnet für 454 Euro. Das ist dann einfach nicht mehr drin. Aber man hat halt auch selten diese Schwankungen in der Produktion. Und das ist halt bei französischen Messern, wie auch bei Solinger Messern, bei diesen klassischen Modellen immer mal wieder drin. Und darauf sollte man sich einstellen, wenn man so ein Messer kauft. Gerade über einen Shop, wenn man es vorab nicht in die Hand nehmen kann. Da sollten die Erwartungen nicht ich weiß nicht, wohin abdriften, aber man sollte das halt nicht vergleichen mit einem modernen Klapper von Zero Tolerance oder Real Steel. So funktioniert das einfach nicht. Hier kauft man wirklich die wunderschöne Linie, die Handarbeit, die Historie der Messer und ein Charme, den man mit auch wenn ich die Sanremo und Real Steel Modelle liebe, einfach nicht bekommen kann bei solchen Messern. Das ist bei diesem Le Garonnet gänzlich anders. Das hat unglaublich viel Charme. Und ich finde, man verliebt sich sofort darin. Die Klinge ist einfach ein Traum. Wir haben hier auf der Showside noch eine kleine Swatch. Macht das Teil einfach sehr, sehr sexy. Der Klingenaufdruck ist ein bisschen groß geraten. Mir zu groß, könnte durchaus viel kleiner sein. Ein Drittel davon. Und dann weiter nach hinten. Wir haben wunderbar polierte Edelstahlbacken, Stahlliner, alles sauber angepasst mit den Wacholder-Schalen. Wir haben auf dem Griffrücken leichte Spaltmaße, aber alles nicht schlimm, sieht eigentlich gut aus, finde ich. Wir haben bei diesem Modell minimalstes Klingenspiel, fast keines, würde ich sagen. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Modell bekommt man hier. Wir haben keinen 90-Grad-Stopp und auch der Walk and Talk, der Klingengang an sich, zeigt, dass wir hier eindeutig im Bereich Werkzeug sind. Das ist, wie sage ich das jetzt? Das bedarf durchaus etwas Kraft und hat nicht die Finesse von zum Beispiel einem Moki-Taschenmesser. Ja, das kann man hier meistens nicht erwarten und trotzdem, ich glaube, da gewöhnt man sich schnell dran. Was wir bei diesem Modell haben, ist ein wunderbar mittiger Klingenstand. Also alles in allem wirklich ein Messer, das viel, viel Spaß macht. Jo, das Le Garonnet von Haut Sabot.
schönes, schönes französisches Taschenmesser. Vielen Dank geht raus an die Firma Brandner bei Interesse. Checkt die mal aus. Großartige Taschenmesser haben die im Sortiment. Sind erstklassig aufgestellt. Eine der besten Adressen für solche Modelle Messer in Deutschland. Guckt einfach mal rein. Ich denke, da wird jeder fündig. Ja, und das war's dann auch von mir. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.